Die Minimoos auf der Suche nach Weihnachten. Ein Adventsmärchen für Groß und Klein. 17. Dezember. Der Weihnachtsduft, erster Teil. Mit Sabrina. Sabrina war, wie die anderen, unterwegs, um ihren Teil zum Weihnachtsfest beizusteuern. Sie hatte gesehen, wie viel Schnee draußen lag und hatte sich kurzerhand einen Schlitten geschnappt. Nun sauste sie wie der Wind den Hügel hinunter, aber nicht wie die anderen Richtung Stadt, sondern Richtung Waldrand. Dort stand eine moosbewachsene Hütte mit einem schönen Garten. Obwohl das meiste jetzt in eine dicke Schneedecke eingehüllt war, wusste Sabrina genau, welche Blume, welche Gemüsesorte und welche Art von Obstbäumen sie in diesem Garten im Sommer finden konnte. Denn dieses kleine Haus gehörte ihrem Großvater, bei dem sie im Sommer stets jede freie Minute verbrachte. Zusammen hatten sie schon Obst gepflückt und Marmelade daraus gekocht, Gemüse angebaut, Walnüsse geerntet und einmal sogar einen riesigen Kürbis gezüchtet. Den hatten sie dann ausgehöhlt und von innen beleuchtet. Sabrina und ihr Großvater hatten das, was man einen grünen Daumen nannte. Die Pflanzen fühlten sich wohl bei ihnen und wuchsen und gediehen. Sabrina rannte aufgeregt zu ihrem Großvater hinein und fiel ihm um den Hals. Hallo, Sabrina, wie schön, dass du mich besuchst. Ich habe gerade an dich gedacht, rief der Großvater. Wieso denn, Opa? Ich habe gerade ein paar Äpfel aus der Speisekammer geholt. Und dachte daran, dass das genau die richtigen Äpfel sind, um Bratäpfel zu machen. Und ich weiß doch, wie gern du Bratäpfel isst. Sabrina drückte ihrem Großvater einen dicken Kuss auf die Wange. Das ist aber lieb von dir, Opa. Aber heute habe ich keine Zeit, Bratäpfel zu essen. Ich bin nämlich auf einer Mission. Der Großvater zog erstaunt die Augenbrauen hoch. Auf einer Mission bist du? Was ist denn das für eine Mission? Ich muss Weihnachten finden. Morgen wollen wir alle zusammen im Minimo-Haus ein großes Weihnachtsfest feiern. Und jeder soll etwas mitbringen, was dazugehört. Ich hatte mir überlegt, dass das Wichtigste für eine gute Stimmung der Weihnachtsduft ist. Denn immer wenn wir zur Weihnachtszeit zu dir kommen, dann riecht es im ganzen Haus so schön nach Weihnachten. Wie machst du das, Opa? Oh, dafür muss man nicht viel tun. Etwas Tannengrün im Haus, am besten noch ein wenig davon in den Ofen oder in das Kaminfeuer legen, etwas backen, Bratäpfel oder Plätzchen. Wenn man Glück hat, vielleicht noch ein Räuchermännchen oder ein wenig Weihrauch und schon duftet das Haus. Sabrina grübelte ein wenig. Opa, wie kommt es, dass es hier oft genauso riecht wie beim Zuckerbäcker in der Backstube, bei Frau Flori im Blumenladen, beim Wirt im Wirtshaus und manchmal sogar in der Kirche? Alle diese Orte sind doch so verschieden. Ich glaube, das liegt an den Gewürzen, Sabrina. Alle benutzen zur Weihnachtszeit die gleichen Gewürze, bemerkte der Großvater. Was sind denn Gewürze, Opa? Der alte Mann überlegte kurz. Gewürze sind Teile von Pflanzen, die einen besonders starken Geruch und Geschmack haben. Man kann sie frisch benutzen, wie zum Beispiel Kräuter. Man kann gemahlene Rinde benutzen, wie beim Zimt. Man kann aber auch mit den Früchten und Samen einer Pflanze würzen, wie bei Muskatnuss, Vanille, Kakao und Pfeffer. Und dann gibt es auch noch die Blüten von bestimmten Pflanzen, wie Nelken. Oder dem Pflanzensaft, aus dem zum Beispiel Zucker gemacht wird. Es gibt unzählig viele Gewürze. Aber in der Weihnachtszeit benutzen die meisten Leute natürlich Zucker, Zimt, Nelken, Muskatnuss, Vanille und Anis. Diese Gewürze findet man in Plätzchen, im Glühwein und im Punsch, im heißen Kakao, in Bratäpfeln natürlich und manchmal auch in Blumengestecken. Man kann zum Beispiel eine Orange mit Nelken spicken und sie im Zimmer aufhängen.
Dann duftet es herrlich nach Weihnachten. Sabrina gefiel die Idee mit den Gewürzen sehr, doch leider hatte sie keine. Ja, aber Opa, wo kriegt man denn solche Gewürze her? Bei Frau Tausendkraut, unserem Kräuterweib. Sie streift den ganzen Sommer über durch den Wald und sucht nach Kräutern, die sie dann trocknet und für den Winter aufbewahrt. Und manchmal geht sie auf den Markt und tauscht ihre Kräuter gegen Gewürze von Händlern aus anderen Ländern ein. Sie hat alles an Gewürzen, was man sich nur wünschen kann. Sabrina sprang aufgeregt auf. Na, dann muss ich unbedingt zu ihr. Dann musst du dich aber noch ein bisschen gedulden. Schau mal, sagte der Großvater und zeigte auf die großen Schneeflocken vor dem Fenster, die dort einen wilden Kampf kämpften. Es hatte keinen Zweck. Sabrina machte es sich also gemütlich und spielte eine Partie Schach mit ihrem Großvater. Sie liebte Schach und sie war gar nicht so schlecht darin. Einmal hatte sie Großvater schon geschlagen, nur heute nicht. Denn heute war sie einfach zu aufgeregt.